Yo, was geht, Crew? Wir machen heute etwas richtig Cooles. Und zwar geht es zur Körperfettmessung. Ich bin so kurz vor meinem Marathon und die letzten Wochen waren Cardio, Cardio, Cardio. Und ich bin echt richtig runtergespeckt. Mein Ziel war es, auf unter 105 Kilo zu kommen vor dem Marathon, beziehungsweise auf 105 Kilo, damit ich nicht zu schwer bin und irgendwie 115 Kilo irgendwie auf über diese 42 Kilometer schleppen muss. Und deswegen habe ich auch viel abgenommen. Und jetzt würde mich interessieren, wie viel Körperfett habe ich denn gerade? Ihr habt gesehen, ich bin wirklich super, super shredded gerade in einem Zustand, in dem ich noch nie in meinem Leben war. Und jetzt will ich rausfinden, wie viel Körperfett genau ich habe. Dazu fahren wir ins Body Up in Giesing. Die haben nämlich eine Tanita Körperfettwaage. Das ist eine Körperfettwaage, mit der man relativ genau oder viel genauer als zu Hause sein Körperfett messen kann. Und genau da geht es jetzt hin. Und ich hoffe, ich kann euch mit reinnehmen. Müssen wir mal schauen, vielleicht geht es auch nicht, aber auf jeden Fall zeige ich euch die Ergebnisse und die schauen wir uns danach an. Dann da drauf, okay. Wenn es piepst und wenn es dann gepiepst hat, nimmst du die Griffe raus und lässt die Arme nach unten hängen. Alles klar. Bis es dann wieder piepst. Als Draufstück. Genau. Jetzt kannst du die Griffe anfassen, genau, und die Arme nach unten hängen lassen. Darfst du hier reinmachen? Mhm. Darfst runtergehen, das ist schon fertig. Cool. Und darfst Strümpfe und Schuhe wieder anziehen. Alles klar, perfekt. Vielen Dank. Hier wird gezeigt deine komplette Muskelmasse. Das finde ich immer ganz schön, wie viel Muskelmasse du hast. Und wie es verteilt ist. Wie es verteilt ist. Der Rumpf hat 45,3, dein rechter Arm 5,2, dein linker Arm 5,3. Puh, das war sehr, sehr informativ. Ich habe hier jetzt ein Blatt voller Informationen. Die Tatjana, die mit mir diese Messung gemacht hat, die war super, super lieb. Echt, also fettes Dankeschön auch an das Body Up Giesing, dass ich das machen konnte. Auf jeden Fall, ja, hat sie mir auch viele verschiedene Tipps gegeben bezüglich so Haltung, weil ich ja mit meinem Sprunggelenk ein bisschen Probleme hatte. Das hat sie einfach direkt erkannt und mich drauf angesprochen. Das war super und mir auch erklärt, diese ganzen Werte. Ich habe das zwar schon mal gemacht, aber es war gut, nochmal das alles erklärt zu bekommen. Das werde ich gleich, wenn wir wieder daheim sind oder irgendwo, wo es ruhig ist, werde ich das einfach erklären, beziehungsweise gehen wir das zusammen durch und dann zeige ich so, okay, worauf kann man achten und die Gedanken bei so Körperfettmessungen, warum macht man das überhaupt und so weiter und so weiter. Most people subscribe to wanting to find out what their capacity looks like. Finish that marathon, but being able to... So. Oh. Lecker, ich liebe Bagels. Bagels mit Erdnussbutter, etwas und Erdbeermarmelade. Großartig. Jetzt wollen wir uns mal das hier anschauen. Also hier sind diese Werte, die bei mir rausgekommen sind. Keine Ahnung, ob man das jetzt genau erkennen kann. Also hier sind eigentlich alles, was relevant ist oder alle relevanten Werte. Ich habe ein Körperfettanteil, darum ging es ja hauptsächlich bei der Analyse, von 15,5%. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also wenn ich so Bilder vergleiche und schaue, ich bin mir nicht sicher, ob diese 15,5% wirklich stimmen. Es sagt zwar, dass es viszerales Fett ist, das heißt Fett, das sich unter den Körper befindet, beziehungsweise so um die Organe herum ist und so. Und deswegen sieht man das nicht so. Und ich habe auch gefragt, so, hä, ist der Wert nicht ein bisschen hoch irgendwie? Ich hätte gedacht, dass es irgendwie bei 10 ist oder so. Sie meinte, ja, das ist tatsächlich etwas komisch. Das ist halt auch das Ding bei solchen Wagen. Also die Tanita-Waage ist schon besser als so eine Körperfettwaage, die man zu Hause hat, irgendwie, die man vom aus der Drogerie hat, die einfach nur das Fett ziemlich aus den Beinen misst oder so, ja. Ich meine, ihr habt mich am Anfang gesehen. Was würdet ihr sagen? Würdet ihr sagen, dass es wirklich 15% waren oder ein bisschen weniger? Es könnte sein, ich habe auch etwas am Rumpf immer am meisten. Meine Beine sind eigentlich immer recht schlank und meine Arme und alles, das sieht man auch jetzt gleich hier nochmal. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, was die
diese Körperfettmessung angeht. Und deswegen sollte man das auch immer kritisch hinterfragen und auch nicht immer gleich alles irgendwie so gleich annehmen. Naja, auf jeden Fall, wenn es 15,5% sind, dann ist es so, whatever. Was zählt ist, dass ich mich in meinem Körper gut fühle und dass ich die Dinge machen kann, die ich machen möchte sportlich. Und deswegen ist dieser Wert zwar interessant, aber er bedeutet nicht alles, sagen wir es so. Das sage ich auch immer den Leuten. So, lass dich nicht verirren von irgendwelchen Zahlen auf der Waage, weil das ist alles immer ein bisschen ungenau. Ich habe hier außerdem ein Gewicht von 104,5 Kilo, was hervorragend ist. Ich habe mein Ziel erfüllt oder erreicht, von unter 105 Kilo kommen, beziehungsweise auf 105 Kilo kommen. Und von denen ist quasi 15,5 Körperfett, also 16,2 Gramm. Mein metabolisches Alter 14 Jahre. Das heißt, mein Stoffwechsel ist quasi das eines kleinen Teenagers. Was eigentlich ganz gut ist oder was sehr gut ist. Das heißt, ich verbrenne richtig viel. Und das ist ein gutes Zeichen. Das Coole an dieser Waage ist, dass man wirklich genau erkennen kann, wenn man hier weiter runter geht, wo man am meisten Muskelmasse hat und wie das verteilt ist. Wirklich am Rumpf habe ich am meisten Fett, wie gesagt, aber auch sehr viel Muskelmasse. Dann habe ich hier beim rechten Arm habe ich etwas weniger Muskelmasse als beim linken Arm. Und hier beim Bein habe ich etwas mehr am rechten Bein als beim linken Bein. Das habe ich im Training auch schon gespürt. Und dadurch weiß ich, okay, ich habe meine Bestätigung. Ich habe im Training gemerkt, dass das linke Bein schwächer ist. Also mache ich mehr einseitiges. Also zum Beispiel Beinstrecker nur mit einem Bein oder Beinbeuger nur mit einem Bein. Und da einfach eine Wiederholung oder zwei mehr machen als beim anderen Bein, das etwas schwächer ist, so bis es sich ausgleicht, ja. Des Weiteren hier haben wir außerdem auch das Körperwasser und beim letzten Mal war das nicht ganz so gut, da war das hier im gelben Bereich, jetzt ist es schon im grünen Bereich. Das zeigt einfach, wie gut der Körper, ich sag mal, bewässert ist innerlich. Das ist für mich gerade ein sehr, sehr wichtiger Wert, da ich ja den Marathon laufen werde und da sollte ich auf jeden Fall noch schauen, dass ich noch mehr Wasser in die Zellen bekomme, dass ich den Marathon auch einfach wirklich überstehe und das schön hydriert überstehe und nicht dehydriert am Ende irgendwie total verdurstet ankomme, wenn überhaupt. Deswegen ist das auch interessant. Des Weiteren auch hier Knochenmasse, wenn man schaut, also es sind so viele Daten, die man da rausfindet. Knochenmasse, das ist auch sehr gut, dass ich so viel Knochenmasse habe. Je mehr, desto besser quasi, je dichter bedeutet es. Körperwasser hatten wir schon. Muskelmasse sind 84 Kilo, das heißt von diesen 104 Kilo, die ich hier oben hatte, 104,5 Kilo, sind davon 84 reine Muskelmasse. Wow! Auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Und ja, das ist es eigentlich schon. Wie gesagt, hier diese Verteilung kann man auch sehen. Wo ist was quasi? Wo befindet sich am meisten Fett bzw. Muskelmasse? Wo befindet sich am wenigsten Fett und Muskelmasse im Verhältnis? Das ist eine schöne Zeichnung. Und hier insgesamt kann man sehen, okay, das ist meine Muskelmasse, das ist meine Fettmasse. Und im Verhältnis ist es natürlich super. Auch noch interessant ist hier mein Grundumsatz, wenn man ein bisschen mal draußen so. Mein Grundumsatz hier, das ist ein Hammer. Das sind nämlich 2600 Kalorien. Und der Grundumsatz ist das, was ich verbrenne, ohne irgendwas zu tun. Wirklich, wenn ich gar nichts tue, einfach nur im Bett liegen bleibe, verbrenne ich durch die Masse, die ich habe, durch die Muskelmasse überwiegend, die ich habe an meinem Körper und durch mein Gewicht, verbrenne ich 2600 Kalorien. Deswegen macht man auch so eine Messung, ja, damit man wirklich genau berechnen kann, wie viel ist denn mein Grundumsatz. Ja, man sagt immer so, okay, du sollst 2 Gramm Kohlenhydrate bzw. 2 Gramm Proteine pro Körpergewicht essen. Ja, das heißt, wenn du 100 Kilo wiegst, sollst du 2 Gramm Proteine essen, also 200 Gramm Proteine. Aber was ist, wenn deine Körpermasse eigentlich nicht wirklich 100 Kilo ist, sondern du eigentlich nur 80 Kilo reine Muskelmasse hast, aber davon 20 Kilo Fett sind, ja, dann kannst du diese Werte eigentlich nicht so nehmen. Es ist immer noch besser als gar nichts, aber so weiß ich das durch so eine Messung, weiß ich das halt jetzt ganz, ganz genau und dazu sollte das Ganze dienen. Sehr interessant zu sehen, man sollte sich aber nicht an so Dingen festhalten. Man sollte schauen, wie ist der Körper, wie fühle ich mich, kann ich das machen, was ich machen möchte, bin ich zufrieden, wenn ich, keine Ahnung, in den Spiegel schaue oder einfach vom Wohlbefinden her
das ist das A und O. Wie fühlst du dich? Lasst euch nicht von irgendwelchen Zahlen beirren, ja? Irgendwie von wegen, auf der Waage steht so und so. Laut BMI zum Beispiel bin ich total übergewichtig, weil ich mit 105 Kilo einfach zu viel auf meine Körper, auf meine Körpergröße biege, ja? Das ist aber falsch, weil die Masse, die ich eigentlich habe, das sind nicht 105 Kilo Fett, sondern es ist viel, viel Muskelmasse. Genau genommen hier, wie heißt es? 88,3 Kilo Muskelmasse, und das muss man auch immer bei solchen Dingen immer kritisch hinterfragen und in Relation stellen, dass man da nicht durcheinander kommt, ja. Also, Tanita-Waage, sehr spannend, so eine Messung zu machen, und ja, das ist es, wie gesagt, eigentlich schon, da gibt es jetzt nicht mehr rauszulesen, oder es gibt noch bestimmt viel mehr daraus zu lesen, wenn man ein Experte darin ist. Das ist das, was ich jetzt so erfahren habe und was ich jetzt davon mitgenommen habe. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte hinterlasst sie mir gerne in den Kommentaren zu dem Ganzen. Heute wird nichts mehr so viel Spannendes passieren, deswegen war es das auch von diesem Vlog. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Ich hoffe, es war ein cooler Einblick, das mal zu sehen, wie sowas abläuft und was dabei rauskommt. Wie gesagt, Fragen gerne in den Kommentaren. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Vergesst nicht, diese Abo-Glocke irgendwie zu aktivieren, oder also ihr wisst schon Bescheid. Genau. Auf jeden Fall muss ich jetzt arbeiten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Crew. Wir sehen uns im nächsten Video. Nicht vergessen, stay awesome und bis dann. Haut rein.